Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live mit einem ganz aktuellen Thema und einer spannenden Runde. Heute hätte eigentlich der Prozess gegen Florian Teichtmeister im Wiener Straflandesgericht stattfinden sollen, aber der wurde gestern völlig überraschend abgesagt wegen einer akuten Erkrankung, so die Begründung. Und darüber und diesen Fall, aber auch die viel zu laschen gesetzlichen Regelungen, diskutiere ich gleich mit meinen Gästen. Der Strafverteidiger Michael Dorg. Grüß Gott, schönen guten Abend. Dann haben wir den Gewaltpräventionsexperten vom Bündnis Kinderschutz, Carsten Stahl. Hallo. Guten Abend. Und bekannt aus OE24TV natürlich immer auch Gerald Groß. Hallo. Servus, Niki. Ich würde gerne mit Ihnen starten, Herr Dorr, weil das doch etwas merkwürdig und auch für viele überraschend war gestern, diese Absage aus akuter Erkrankung wurde das Ganze begründet. In so einem großen Verfahren, so eine kurzfristige Absage, ist das nicht sehr unüblich? Naja, das Verfahren ist nicht wirklich so groß, weil es hätte ein kleiner Saal auch gereicht, weil natürlich der Verteidiger dort die Öffentlichkeit ausschließen wird. Oder beantragen wird, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, weil es der Sexualbereich ist eben der persönliche Lebensbereich und da hat der Verteidiger die Möglichkeit, das auszuschließen. Das heißt, in Wirklichkeit hätte ein kleiner Saal dazu gereicht, hätte nicht der große Schwurgerichtssaal hergenommen werden müssen. Nein, ich muss sagen, es ist zwar ungewöhnlich, dass man einen Tag vor einem großen Prozess plötzlich eine Krankmeldung hat, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Und ich kenne den Richter, Dr. Apostol, das ist ein hervorragender Richter. Wenn das nicht glaubwürdig wäre, wenn es nicht triftig wäre, hätte er wahrscheinlich die Polizei hingeschickt und ihn hergeholt. Also das heißt, es musste wahrscheinlich ein ärztlicher Bestätigung oder sogar ein erstes Gutachten dafür gegeben haben. Sonst wäre das nicht passiert. Sie haben den Richter angesprochen. Richter Apostol ist ja auch dafür bekannt, doch ein harter Richter zu sein, auch harte Urteile zu fällen. Glauben Sie, dass das vielleicht auch einer der Beweggründe für diese Absage war, dass man hier vielleicht seine Taktik noch irgendwie adaptiert? Nein, das ist eine Legendenbildung. Jeder Strafverteidiger, der dort im Haus ein- und ausgeht, weiß, bei einem Vergehen, wo wir von 0 bis 2 Jahren haben, kann es bei einem Ersttäter, der geständig ist und sogar eine Therapie sozusagen auf sich genommen hat, nur bedingt sozusagen verurteilt werden. Also das ist wirklich eine Legendenbildung und trifft sicher nicht zu. Herr Stahl, Sie sind heute extra nach Wien gekommen aus Deutschland, um eben vor dem Gericht zu demonstrieren. Das haben Sie dann auch getan. Allerdings hat dieser Prozess nicht stattgefunden. Wie sehr hat Sie denn das überrascht, dass dieser Prozess abgesagt wurde? Nicht wirklich, denn ich habe ja auch Anwälte und viele haben mir gesagt, sie gehen davon aus, dass er dort kurz vorher hätte ich mir auch nicht gedacht, sagt, er ist krank, hat eine akute Erkrankung. Ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Genesung und vor allen Dingen wünsche ich ihm Charakter. Und manche haben ja auch gesagt, er wird wahrscheinlich beim zweiten Mal nicht dabei sein, weil natürlich vielleicht das Medieninteresse anders sein kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Medien weniger machen. Wir werden auf jeden Fall weiter Druck machen. Aber mir war es wichtig, dieses Thema, genauso wie in Deutschland, einfach wirklich anzusprechen, ein Zeichen zu setzen zum Schutz der Kinder. Wir hatten ja mit Metzelda einen ähnlichen gelagerten Fall, das gleiche Delikt. Und da haben wir ja auch laut und deutlich aufgeschrieben, weil hier reden wir über einen Konsumenten von Kinderpornografie. Das Verbrechen, was dahinter steht, ist die Herstellung von Kindesmissbrauch, Videos zu machen für einen Menschen wie Herrn Teichtmeister und viele andere. Mir geht es um den Kindesmissbrauch und mir geht es darum, wie sich die Politik und die Gesellschaft eines Landes, meines sowie Ihres, hier verhält mit diesem Thema. Und ich mache das schon seit 9,5 Jahren, bin in Gerichtssälen, auf Mahnwachen, auf Beerdigungen, um einfach zu wissen, was da verändert werden müsste. Ob es sich immer mit dem Gesetz machen lässt, ist eine andere Geschichte, aber was wir auf jeden Fall hier heute jetzt auch machen, und ich war schon bei einigen anderen, wir machen ein Bewusstsein für dieses Thema. Der Fall Teichtmeister ist doch nur ein kleiner Furz. Es ist ein so gigantisches Thema, weltweites Thema. Deutschland und Österreich sind Paradiese für Kinderschänder, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Und das muss allen bewusst sein und hier muss gehandelt werden. Mhm. Gerald, deiner Meinung nach ein Trick dieser Absage? Der Herr Dorr hat gesagt, sieht er nicht so. Er glaubt, der Richter hätte das nicht akzeptiert, wenn es nicht triftige Gründe gegeben hat. Wie siehst du das? Naja, Herr Doktor hat ja auch einmal studiert und ist auch an die Schule gegangen wie ich. Und wir waren durchaus in der Lage, ärztliche Bestätigungen für Fehlstunden herbeizuschaffen. Das soll ja vorgekommen sein. Und die Ärzte gibt es ja auch, die dann sehr mildtätig sind und sagen, jawohl, ich helfe dir dabei,
der Guillotine der Justiziellen in irgendeiner Form zu entfliehen. Aber wir wollen ja niemandem was unterstellen, bitte, gell? Ich unterstelle auch niemandem etwas, aber der zeitliche Zusammenhang ist dann doch sehr kurios. Und in Kenntnis auch des Anwaltes wundert mich auch nicht mehr viel. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn wir auf diesen Fall Deichmeister blicken, blicken wir in Wahrheit in den Gulli der österreichischen Gesellschaft und in den Gulli der österreichischen Legislative und der Judikative. In Wahrheit ist das ein Morast, der gesamte Fall, und er zeigt diesen Morast, in dem etwas blühen kann. Im geschützten Bereich des linken Kulturestablishments sammelt der vermeintliche Täter über 11 Jahre 56.000 bildliche Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Gegen seine Freundin, es gilt die Unschuldsvermutung, läuft ein Türstock, wie ich gehört habe. Es war der Türstock natürlich nicht er. Und 100 Gramm Kokain werden gefunden. So, das geht gerüchteweise seit 1-2 Jahren durch das Burgtheater durch. Und es findet keiner Anstoß daran, sondern sagt, mach ruhig weiter, steh auf der Bühne. Weil für dich gilt ja die Unschuldsvermutung, unser lieber Bruder Florian. So. Und ein Aufsichtsrat der Bundestheater schaut weg. Gerichte wissen Bescheid, Rechtsanwälte wissen Bescheid. Er ist im Übrigen nicht geständig, sondern er ist dann geständig, wie im Übrigen ihm die Polizei nachweist, was alles auf seinem Handy drauf ist. Dann wird er plötzlich geständig und dann passiert Folgendes. Der Fall gerät an die Öffentlichkeit und der Rechtsanwalt, der zugleich Verfassungsrichter ist, was für mich wirklich fürchterlich, auch ein fürchterlicher Tritt gegenüber unserem Rechtsstaat und unserer Verfassung ist, erklärt dann dort, das ist nämlich der zweite Skandal, naja, regt euch nicht auf, das ist ja eigentlich alles nur ein digitales Delikt. So, und relativiert. Wenn man aber nicht verstehen will und nicht verstehen kann, dass hinter der bildlichen Darstellung sexualisierter Gewalt das tatsächlich sexualisiert geschänderte Opfer steht, dass nur aufgrund dessen, weil es Besteller gibt, Angebot und Nachfrage, es abartige Monster gibt, die sich an so etwas aufgeilen, das müsste man dem Herrn Anwalt auch erklären. Und zu guter Letzt, das ist dann der dritte Punkt, entsteht die politische Diskussion, boah, der kriegt ja nur 2 Jahre, und zwar bedingt, weil er ist ja Ersttäter und hat im Beichtstuhl gesagt, ich will mich therapieren lassen. Und jetzt kommt folgender Fall. Eine anerkannte österreichische Gerichtspsychologin sagt, Pädophilie und der Hang zu Pädophilie oder das Anblicken pädophiler Darstellungen ist keine Krankheit, sondern eine sexuelle Neigung. Jetzt wissen wir aber, dass wir sexuelle Neigungen nicht therapieren können. Also müssen wir jene, die geneigt sind, sich sexuell an Kindern zu vergehen, lebenslang von den potenziellen Opfern wegsperren. Und dazu sind 2 Jahre der Pardonierung eines Richters, gehst nach 2 Monaten bedingt nach Hause, nicht geneigt dazu. Und da sind wir jetzt beim Skandal der politischen Dimension, dass in Österreich offenbar ein Mensch, der 50.000 Euro Sozialversicherungsabgaben prellt, 4 Jahre sitzen geht und einer, der sich am Missbrauch von 56.000 Kindern aufgeilt, Entschuldigung, resozialisieren wir. Und dann lesen wir im Falter, ja, er ist ja das Opfer. Also wir sehen dann auch noch die Täter-Opfer-Umkehr. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir kommt angesichts des Falles Florian Deichmeister das Speiben, weil es wieder mal so typisch heuchlerisch, fadenscheinig österreichisch geführt wird. Aber Herr Dohr, ich würde gerne zu Ihnen kommen. Ja, das ist ja wirklich etwas, was, sag ich mal, ein normaler Mensch nicht nachvollziehen kann. Ja, digitales Delikt, maximale Strafmaß von 2 Jahren und, Sie haben es vorher schon gesagt, der muss keinen einzigen Tag in Haft, weil er eben unbescholten ist. Wie kann so etwas sein? Ist das nicht ein Versagen des Rechtsstaats? Ja, schauen Sie, es ist so, dass die Volksöffentlichkeit jetzt hier erbost ist, das kann ich nachvollziehen und verstehen, aber wir müssen jetzt einmal die Kirche im Dorf lassen. Es ist so, dass wir einen Strafrahmen von 0 bis 2 Jahren haben. Das bedeutet, 2 Jahre wäre die Höchststrafe. Wir haben es mit einem Ersttäter zu tun, da geht der Richter immer von ersten Drittel aus. Also 8 Monate, 12 Monate wahrscheinlich. Bei der Menge an Daten, wie hier kolportiert wird, wird es möglicherweise, ohne dem Richter vorzugreifen sein, wahrscheinlich 12 Monate wären oder mit Kombination mit einer Geldstrafe. Das kann ich so nicht sagen, was der Richter jetzt vorhat. Aber ich sage es nur aus meiner beruflichen Tätigkeit. Wenn ich sowas vertreten habe, ist das so in der Bandbreite. Sitzen geht beim ersten Mal wegen dem in Österreich niemand. Und wenn die Regierung... Das heißt, es ist ausgeschlossen? Ausgeschlossen, ist ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen. Nur einen einzigen Tag. Das ist ausgeschlossen. Es ist auch meiner Sache nach ausgeschlossen, was jetzt die Regierung vorhat mit dem
Gewaltschutzpaket, wie sie es nennt. Und zwar ist es so, dass man jetzt sagt, ein halbes Jahr bis drei Jahre soll jetzt dieses Delikt sozusagen geahndet werden. Nur dann ist es immer noch ein Vergehen, weil bis zu drei Jahren ist es ein Vergehen. In Deutschland hat man das anders gemacht. In Deutschland hat man das zu einem Verbrechen gemacht. Nämlich, weil wir eine Unterstrafe von einem Jahr haben. Und ab da ist es dann ein Verbrechen in Deutschland. Und hier haben wir von 1 bis 5 Jahre. Also warum der Gesetzgeber hier nur 3 Jahre genommen hat und wieder bei einem Vergehen gelassen hat, ist mir nicht ganz klar. Was ich aber schon sagen muss, ist, was ich nicht verstehe als Strafverteidiger, es gibt ein tolles Sprichwort von der berühmten österreichischen Schriftstellerin Marie Ebner-Eschenbach: Wer an die Öffentlichkeit tritt, hat keine Nachsicht zu fordern und keine zu verlangen. Ich verstehe nicht, warum die Verteidigung hier einen Monat vor dem Prozess an die Öffentlichkeit geht, sich dort erklärt, normal erklärt man sich bei Gericht. Und was ist die Folge davon? Dass wir seit 3-4 Wochen den Blätterwald voll haben mit Herrn Teichtmeister. Also da muss man sich auch fragen, ob das gut war vom Herrn Teichtmeister, weil ich glaube nicht, dass die Verteidigung ohne die Zustimmung des Herrn Teichtmeister das gemacht hat, warum hier so an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das verstehe ich nicht. Und das ist mir unerklärlich, weil ich erkläre mich immer vor Gericht und nicht vor der Öffentlichkeit. Ja, wie sehen Sie auch diesen Vergleich zwischen dem Strafmaß in Österreich und Deutschland? Deutschland hat ja doch härtere Gesetze als Österreich, obwohl, wenn man es mit Amerika vergleicht, muss man sagen, ist das auch wieder ganz was anderes. Ja, der Herr sprach ja genau diese Dinge an. Ich habe ja daran mitgewirkt. Wir haben im letzten Jahr, oder am 1.7.2021, mehrere Gesetze in den Bundestag getragen, mit unterstützt durch Petition, durch Bundeskinderschutz und vor allen Dingen meine Reichweite, die ich nun mal bei den Bürgern in unserem Land habe. Und da waren es 4 Gesetze. Das eine war, es gibt Kindersexpuppen. Puppen, die ich nachbilden kann nach einem Bildnis eines Kindes. Also zum Beispiel Ihrer Kinder, Ihr Kinder von Bürgern aus Österreich. Ich kann mir also Kindersexpuppen nachbilden lassen und kann da üben und penetrieren. Nicht schöne Vorstellung, oder? Aber ich kann noch einen drauflegen. Es gibt ein Handbuch für Pädophile, wo das Runterladen, das Weiterleiten, der Besitz und vor allen Dingen auch die Wiedergabe nicht strafbar ist in Österreich. Ich sage euch nochmal, warum ich das so betone. In diesem Handbuch für Pädophile ist es eine Anleitung, wie man Kinder missbraucht. Eine Anleitung, in der drin steht, was sind die besten Methoden, Kinder anzulocken? Wie täusche ich das Jugendamt? Wie hinterlasse ich keine DNA-Spuren? Wie täusche ich die Polizei? Und nur mal so ein Beispiel. Das ist eine Hand abgebildet, wo drauf steht, so tief kannst du in einen Säugling eindringen und keine Spuren zu hinterlassen. So viel in eine Einjährigen, Zweijährigen, Dreijährigen. So was. Über fast 1000 Seiten haben Kinderschänder, die ihre Erfahrungen haben, mit anderen geteilt, die sie noch nicht haben. Das im Netz. Plus, und das war mir sehr wichtig, ich habe Kinder, die an eine Schule gehen. Und ich persönlich würde niemals wollen, dass jemand, der ein Kind geschändet hat und dafür verurteilt wurde, wieder mit Kindern arbeiten kann. Das heißt, ich möchte gerne wissen, ist jemand so an der Schule? Und das kann ich nur ausschließen, wenn ein Schulleiter, ein Kita-Leiter oder ein Vereinsleiter sich das Führungszeugnis nimmt und sieht, keine Eintragung. Bei uns in Deutschland war das so, dass jemand, der ein Kind missbraucht hat, nur 10 Jahre dann eingetragen war. Da war es wieder erlöschen. Würde hier wirklich jemand, Sie inklusive, wirklich wollen, dass Ihr kleines Kind mit so jemandem arbeitet? Ich nicht. Und jetzt, als die Regierung hier in Österreich sagt, wir möchten, dass die Lehrer eine Unterschrift drunter machen, dass wir nichts Böses gemacht haben. Wir haben in Deutschland dafür gekämpft, dass es einen lebenslangen Eintrag gibt. Und dass Kinderpornografie kein Vergehen mehr ist und eine Strafe. Das waren 4 Gesetze. Und am 1.7. hat durch unsere Arbeit, durch mein Auftreten und durch einige beherzte Politiker sind die 4 Gesetze im Bundesrat, im Bundestag verabschiedet worden. Und dann komme ich, weil wir nämlich nicht nur Bundeskinderschutz Österreich haben, sondern auch seit 1,5 Jahren Bundeskinderschutz nicht nur Deutschland, sondern auch in Österreich haben, nehme ich diese Blaupause und gebe die den allen Parteien und sage, schaut mal hier, das sind wichtige Gesetze, ganz besonders das Handbuch für Pädophile, das ist wie eine Anleitung für einen Sprengstoffansatz für einen Terroristen und die Eintragungsführungszeugnis. Und dann schaut man sich das an, wo die Regierung jetzt aufschreit und sagt, wir müssen was tun. Herr Nehmeyer sagt, oh, ich habe mein Herz für Kinder entdeckt. Da steht's drauf, 28. Juni 2022, Stempel drauf, abgelehnt. Einmal im Gemeinderat, einmal im Nationalrat, abgelehnt. So, und jetzt will mir eine Regierung sagen, dass sie ein Gesetzespaket erschafft, aber weiter das Handbuch für Pädophile, wo man sich also Wissen erschaffen kann, wie man Kinder missbraucht, weiterhin öffentlich lässt. In Deutschland verboten, auch in anderen Ländern verboten. In Österreich wird es gezielt totgeschwiegen und nicht drüber geredet. Und deswegen bin ich auch dankbar und gut, dass ich heute und auch von anderen Sendern bin, morgen auch bei Servus TV, um das mal deutlich zu machen. Und nochmal darauf zurückbekommen, dass der Einwand wird nämlich gleich kommen. In Deutschland wird jetzt diskutiert, ob man dieses in Kinderpornografie wieder rückgängig macht. Es gibt natürlich, man muss natürlich schauen, dass der Richter auch eine Handhabe hat. Denn wenn man jetzt sieht, dass sich Kinder untereinander
die jetzt ein gewisses Alter haben, ihre Geschlechtsteile schicken, dann ist das ja was anderes, als wenn man, als wenn ein Erwachsener das fordert oder ein Erwachsener das hin und her schießen. Also da muss man schon eine Anpassung noch mit hineinnehmen. Aber dass man Kinderpornografie unter Strafe setzen muss, denn euer Problem hier ist ab. Das müsste die Regelung sein und nicht von bis. Denn das ist ein großes Problem. Und nur so, bevor wieder Einwand kommt, ich habe ja Richter und Staatsanwälte auch in meinem Bündnis und habe sehr gute Kontakte. Und wenn mir eine Staatsanwältin in Österreich sagt, wir haben nun mal das Problem, wir sind die Exekutive, aber wir können nur das umsetzen, was ist. Und unsere Gesetze sagen nur mal den Rahmen noch. Und wenn wir den erweitern, dann haben wir mehr Möglichkeiten. Und das würden auch viele tun, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Der Teichmeisterfall ist doch nur ein Fliegenschuss auf dem, was dahinter steckt. Ich befürchte ja, was Carsten Stahler richtigerweise sagt, dass in Österreich offenbar politisch kein Interesse besteht, diese schweren Verbrechen in Wahrheit gegen Seele und Leib von Kindern zu ahnden. Ich stelle ja mal grundsätzlich fest. Ich stelle fest, dass wir in Österreich in der Judikatur, also im Beschluss des Strafgesetzbuches, aber auch in der Praxis der Richter eine massive Divergenz haben zwischen Delikten im Finanzbereich und Delikten gegen Leib und Leben. Dr. Thor ist ja bekanntermaßen ein anerkannter Anwalt, der große Wirtschaftsfälle auch vertreten hat. Und kann durchaus aus seiner Erfahrung sprechen, dass wir der gute alte Händeldieb in Österreich bald strenger bestraft wird als einer, der sich an einem Kind vergeht. Das hat man ja oft den Eindruck, vor allem wenn man die Chronikseiten der diversen Zeitungen liest. Und jetzt komme ich aber zu einem besonderen Bereich, der mich massiv ärgert. Und zwar in Österreich ärgert. Erstens, Thor sagt es richtigerweise, Carsten Stahl auch, es ist wieder nur ein Delikt und in Wahrheit kein Verbrechen. Das heißt, die Regierung hat gar kein Interesse daran, die bildliche Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Verbrechen zu klassifizieren. Warum nicht? Weil eine ganze Legion von Experten, von Juristen ausrückt, Psychologen, Kriminalpsychologen und sagen, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ihr die Strafen verschärft. Es wird sich daran nichts ändern, die Täter werden immer die gleiche bleiben. Es ist immer das Argument, verschärft nicht, weil ihr tilgt damit nicht das Vorkommnis des Deliktes. So, das sind aber die gleichen Experten, die im Korruptionsstrafrecht alle halbe Jahr schreien, strengere Strafen, Österreich muss der korruptionsfreieste Staat der Welt werden. Wir müssen lebenslänglich für Korruptionisten einführen. Also im Falle von Finanzdelikten und Korruptionsdelikten gilt offenbar schon die abschreckende Wirkung strengerer Strafen und du hast weniger Täter. Aber im Sexualstrafrecht gilt es offenbar nicht. Das ist für mich komisch. Zweiter Punkt, dritter Punkt. Wir haben in Österreich, judizieren wir mit dem sogenannten Passus der Generalprävention. So, das heißt, besonders medial aufmerksame Fälle, Fälle von besonderer Dramatik und Abscheulichkeit, auch von Ersttätern im Übrigen, werden generalpräventiv viel strenger geurteilt als alle anderen Fälle. Das ist der Passus der Generalprävention. Also, damit sind wir wieder beim korrupten Politiker. Der war einmal in der Regierung, deswegen ist er generalpräventiv noch stärker zu bestrafen. Und beim Teichmeister haben wir keine Generalprävention. Anerkannter Schauspieler, gefeierter Burgtheaterstar. Offenbar Drogenproblem, offenbar überhaupt ein Gewaltproblem. Und 56.000 kinderpornografische Darstellungen. Generalprävention? Na, 2 Monate, Florian, gehst heim. Und dann lesen wir noch, Herr Dr. Thor, und dann lesen wir noch eine Entschuldigung Suada im Falter, wo dann der Chefredakteur des Herrn Falters, des Falters sagt, der Herr Klenk, daraufhin noch pardoniert, ja, oder überhaupt assistiert in diesem Wahnsinn und sagt, wir müssen doch erkennen, auch Florian Teichtmeister hat die Resozialisierung erfahren, das schreibt er, bevor noch das Urteil gefallen ist. Auch besonders spannend. Also was wir haben offenbar ein gewaltiges politgesellschaftliches Problem mit dem Kinderschutz. Es bekennt sich keiner zum Kinderschutz, was für mich ja offenbar nur eine weltanschaulich-philosophisch-politische Problematik darstellt in Österreich. Das ist seit Broder offenbar der Fall, eines linken Justizministers, wo es halt immer wieder Politiker und Philosophen, weltanschauliche Typen aus dem linken Bereich gegeben haben, die gesagt haben, ja, Kinderpornografie ist eh nichts Schlechtes. Und das Problem haben wir. Da muss ich jetzt schon ein bisschen erwidern, weil ganz stimmt das nicht. Wir wollen nicht dem Richter Dr. Apostol sein Urteil vorgreifen. Was er jetzt geben wird, 2 Monate kann er jetzt schon sagen, wird es nicht sein. Und Generalprävention und Spezialprävention wird der Richter dann erklären, was er in dem Fall bedeutet. Ich
glaube nicht, dass das hier den prominenten Bonus gibt. Das glaube ich ihm nicht. Ich möchte aber noch Folgendes sagen. Wenn Sie sagen, ja, höhere Strafen. Es ist halt so, dass das Besitz von Kinderpornografie ein mittelbares Delikt ist. Das heißt, ich bin nicht selbst der Täter, sondern mittelbar laute ich mir die Dinge aus dem Internet herunter. Ja, das natürlich, wie in der Wirtschaft, das Angebot, die Nachfrage schafft das Angebot und das ist das große Problem, was wir haben. Aber letztendlich ist er trotzdem nur mittelbar Täter. Und da macht er die Rechtsordnung einen Unterschied. Jetzt haben wir eben diesen Straftatbestand von 0 bis 2, ich habe das auch schon geschrieben, ich finde diesen, weil es eine Wertvorstellung, der Staat muss Werte haben und wenn er das bewertet nur mit 0 bis 2 Jahren bedingte Strafe, ist das meiner Meinung nach eine falsche Bewertung. Auch für das gesellschaftspolitische Leben ist das falsch. Aber was ich darauf jetzt zurückkommen möchte, ist, eine höhere Strafe heißt nicht, dass deshalb weniger Leute im Internet sind und weniger Leute die Bilder herunterladen. Ich sage Ihnen warum, auf was es darauf ankommt. Es kommt darauf an, wie es mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit ist. Das ist das Allerwichtigste. Ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit hoch, dann wird auch die höhere Strafe eine abschreckende Wirkung haben. Dann haben wir hier eine Qualpräzision. Aber Herr Thor, ganz kurz noch. Ja. Ist nicht das, was der Gerald Groß vorher gesagt hat, schon sehr augenscheinlich, dieses Ungleichgewicht für so ein Delikt? Stimmt ja auch. Ist ja derzeit nur ein Delikt, da kommt man maximal zwei Jahre Strafe. Und als Steuersünder 5 Jahre oder sogar mehr. Nein, schauen Sie, ich habe Ihnen gesagt, das ist der Unterschied, weil es nur ein mittelbares Delikt ist. Du bist zwar mittelbar Täter, aber nicht unmittelbar Täter. Und da macht die Rechtsordnung einen Unterschied. Wärst du unmittelbar Täter, kannst du eine Strafrahmen haben bis zu 10 Jahren. Und bei Vergewaltigung mit einer Folge dann, wo er psychische Beeinträchtigung hast, du bis zu 15 Jahren. Ja. Also du hast schon eine relativ hohe Strafe. Ja, schauen Sie, das ist, weil jeder hat eine Chance auf Resozialisierung. Nein, also und jetzt Herr Doktor, jetzt sind wir bei einem Fall, wo ich Ihre justizielle Expertise nicht hinterfrage, aber dem etwas gegenüberstellen will, was aus der Praxis kommt. Bitte. Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass unsere Justiz nicht logisch denkt. Ganz einfach. Sie denkt nicht logisch. Wenn wir es zum Beispiel, weil Sie sagen, mittelbar und unmittelbares Delikt, nämlich das unmittelbare Delikt des Kinderschänders und das mittelbare Delikt des Auftraggebers, der quasi die kinderpornografische Darstellung durch Angebot und Nachfrage beauftragt, daher geringer verurteilt wird, dann frage ich mich, was ist mit dem Auftragsmörder? Also wenn wir jetzt mittlerweile so weit sind, dass quasi der Mörder 20 Jahre bekommt, aber der Auftragsmörder nur 2 Jahre bekommt, oder machen wir es anders, dass der Mörder 15 Jahre bekommt, um es gleichzustellen. Der Mörder bekommt 15 Jahre und der Auftragsmörder nur 2 Jahre mit Chance auf 4 Monate oder 6 Monate bedingt. So, und damit sind wir genau bei einem Punkt. Ich sage, dieses Rechtsverständnis, das wir in Österreich haben, ist dieses politische Verständnis jener, die das Recht machen, nicht? Ich mache keinen Vorwurf den Juristen, ich mache keinen Vorwurf den Richtern, den Staatsanwalt, niemanden. Jener, die das Gesetz machen, den Politikern, ist jenes, dass Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und der Missbrauch und die Ausübung sexueller Gewalt, vielleicht noch mit Todesfolge auch noch, in Österreich keinen Stellenwert hat. Es hat in der politischen Debatte keinen Stellenwert, es hat in der Gesetzgebung keinen Stellenwert. Und es ist in Wahrheit jedem alles wurscht, was den Bereich betrifft. Und da möchte ich jetzt nämlich die Parallele schlagen. Genau das ist es ja eben. Wir haben ja in Deutschland genau das gleiche Problem. Die Kinder haben keine Lobby, sie können nicht wählen, sie zahlen keine Steuern. Und das Thema, man müsste Geld investieren, man müsste Prävention machen, auch übrigens nicht Täter werden für Pädophile, die sich outen und sagen, ich möchte nicht zum Täter werden, auch dort. Nein. Ein Problem, über was sie nicht reden, das haben wir auch nicht. Sie reden also nicht über den Kinderschutz, sie reden dann nicht über die Probleme, keine Gelder da. Für alles andere, für Corona, für Krieg ist Geld da, aber für Kinder nicht. Und dann haben wir, und da sind wir nämlich in der Parallele, eine linksgrüne Gesellschaft immer mehr. Ja, das können sie auch haben, aber es sind unsere Linken, ich weiß nicht, wie es bei euch nicht bei unseren Grünen gewesen, die noch nicht mal vor allzu langer Zeit sogar Sex mit Kindern legalisieren wollten. Da sind welche heute noch da, die haben damals auch geklatscht und gefeiert. So, und die sind die, die heute sagen, naja, müssen wir. Ich spüre ganz klar, dass Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft immer noch eine gewisse Toleranz erfährt, weil man es verharmlost, wir müssen ja auch sehen, der ist ja ein Opfer. Also nochmal, er hatte die Chance, als er gemerkt hat, er hat die Gier nach einem Kind, hatte er die Möglichkeit, sich helfen zu lassen. Nein, er hat entschieden, dem Kind die Seele zu töten. Denn Missbrauch ist der Mord an der Seele. Und jemand, wie jetzt hier Teichmeister, nochmal, ich sagte, das ist nur die kleine Spitze. Es geht nicht um Kinderpornografie, es geht um Kindesmissbrauch. Der steckt nämlich dahinter. Und jeden Tag werden in Deutschland 50 Kinder offiziell und inoffiziell 3-mal so viel missbraucht. Und in Österreich proportional das Gleiche nach unten.
Und das bedeutet, wir haben fast 20.000 Fälle oder 60.000 Fälle inoffiziell in Deutschland und weiß ich, wie Gott wie will, hier in Österreich. Und das ist es. Und solange wir nämlich das zulassen und nicht darüber reden und das zum Thema machen, und das ist der einzige Vorteil jetzt, durch diesen Abschaumskandal hier von Teichmeister wird endlich mal darüber geredet. Auf einem halben Jahr habt ihr das auf den Tisch gehabt. Und hat es abgelehnt und die haben die Kinder einen Scheißdreck interessiert. Und jetzt stellt er sich hin, der Niemeyer, und sagt, oh, ich bin Vater und wir müssen was für die Kinder tun. Was hast du denn da gemacht? War dir das nicht wichtig? Ach komm, mal kurz durchgelesen, wenn überhaupt. Also okay, ihr habt jetzt euer Herz für die Kinder entdeckt, okay? Dann setzt die Gesetze um, aber nicht nur halbherzig, sondern Eintragung und Führungszeugnis. Und auch wirklich nicht von bis, sondern ab. Fakt ist, das Signal ist, du kannst Kinder missbrauchen, ist vollkommen in Ordnung. Du kommst damit durch. Und wenn du nebenbei noch Kokain ziehst und deine Frau prügelst, mutmaßlich, ist das auch noch okay. Es gibt keinen Sonderstatus. Ich bin eine sehr berühmte Persönlichkeit in Deutschland. Ich habe auch keinen Sonderstatus. Nee, habe ich nicht. So, und die will ich auch gar nicht haben. Ich halte mich ans Gesetz. Und wenn ich diese Grenze überschreite, dann muss ich dafür auch die Konsequenzen kriegen. Aber nicht, dass ich Geld abzocke, ja, der Meinung bin, und dafür kriege ich mehr Knast oder Strafe, als wenn ich ein Kind dutzendmal missbrauche. Ja. Ein Mann in Ulm missbraucht ein Kind 129 Mal. 2,5 Jahre auf Bewährung. Und die meisten Fälle in Deutschland und auch in Österreich sind 2,5 Jahre auf Bewährung und die rennen frei rum in unserer Gesellschaft. Das werde ich nicht akzeptieren. Weil wenn mein Kind das nächste Opfer ist, dann hat der Richter, der den Freispruch hat, wirklich die Arschkarte. Also in Österreich gibt es keine 2,5 Jahre auf Bewährung, wenn man ein Kind missbraucht. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich habe genug Fälle jetzt zugestellt. Ja, nein, also da muss man sich jeden Fall genau anschauen. Man kann nicht so salopp sagen, ja, das ist so. Aber zum Unterschied zum Auftragswerte. Er gibt ja keinen Auftrag, er nimmt einfach ein Angebot aus dem Internet. Holt er sich runter. Ein Auftraggeber ist er nicht. Holt sich runter, kommt ganz und Gesetz deswegen. Ein Auftraggeber ist er nicht. Das stimmt schon. Aber Angebot und Nachfrage. Ja, natürlich. Ohne Nachfrage natürlich, kein natürlich. Angebot. Ja, natürlich. Wenn es nicht solche Teichmeisters gäbe, wovon es Hunderttausende gibt im ganzen deutschsprachigen Raum, gäbe es keine Industrie, die sexualisierte Gewalt anfertigt. Der Kausalzusammenhang lässt sich herstellen, ja, Herr Doktor. Man kann es mit dem Auftragsmörder nicht vergleichen. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema überhaupt, das Problem bei dem Ganzen ist, und jetzt nehme ich auch Zahlen aus Deutschland und aus Österreich, 54% der Täter sind Jugendliche, also zwischen 14 und 18 Jahre. Und in Österreich schon über 40%. Warum ist das so? Weil man in den Chatnachrichten derartige Bilder verschickt und dann weitergibt und man weiß gar nicht, dass das dann strafbar ist. Und das ist das große Problem, warum in Deutschland jetzt eine Reform wieder gedacht ist, weil der Richter hat gesagt, was soll ich da tun? Das ist das Problem. Ja, ich gebe Ihnen recht, aber schauen Sie, ich habe kein Problem damit. Ja. Wenn ein 17-Jähriger einer 15-Jährigen seinen Pfirsich schickt. Okay, das sollen sie tun. Ist mir vollkommen wurscht, was sie tun. Nein, ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit 17 so etwas nicht geschickt habe und ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit 17 noch nicht einmal daran gedacht habe. Ich schon. Aber sich, mehr als nun. Du bist ein Neukölln aufgewachsen, ich hatte zwei andere Umgangsformen. Aber ich habe mit 17 noch nicht daran gedacht. Sei es drum, das ist jetzt auch 30 Jahre her. Aber retour her. Das höchste Gefühl war bei uns die Bravo-Zeitung. Eben so. Oder der Rennbahn-Express vom Onkel Wolfgang. So, aber jetzt retour. Es geht mir um etwas anderes, Herr Doktor. Ja. Es geht mir, und ich glaube, ich fasse da jetzt ein bisschen etwas zusammen. Es geht mir darum, erkennt eine Gesellschaft und eine Politik die Notwendigkeit, Kinder zu schützen oder nicht? Jetzt erinnere ich an diese Diskussion, die in Europa geführt worden ist, in Deutschland, Cohn-Bendit. Grüner Abgeordneter, der 1975 lang und breit beschrieben hat in Büchern und redaktionellen Beiträgen seiner damaligen Zeitung, wie toll und klasse es doch ist, Kinder zu vergenusszweigeln. Und darüber sogar einen Aufsatz geschrieben hat, dass das weltanschaulich normal wäre. Jetzt erinnere ich daran, dass in manchen großen österreichischen Büros prominenter Menschen, ich rede nicht von Rechtsanwälten, vielleicht sogar von Richtern oder von der sogenannten Schickimicki-Szene und der elitären Burgtheaterpartie, Bilder des Otto Mühl hängen. Der Otto Mühl hat Kinderfickereien, so hat es betitelt. Entschuldigung, ich zitiere nur, was Otto Mühl gesagt hat, dargestellt. Vaginas von Kindern und Penisse dargestellt. Der ist ein gefeierter Künstler gewesen. Toll, der Otto Mühl. Wissen Sie, was wir für ein Problem haben? Wir haben seit den 60er, 70er Jahren ein gesellschaftspolitisches Problem, das entstanden ist durch linke Kreise, die sich gerne in Kommunen bewegt haben, wo freie Liebe, freier Sex und alles an nackt unterwegs sich offenbar etabliert hat und diese 68er Überbleibsel geistige geblieben sind, dass das was ganz was Normales ist, wenn ein 80-Jähriger sich einem 11-jährigen Kind vergeht, einem Mädchen vergeht. Und das ist eh alles so toll, weil das ist dann nur die Jugendliebe. Und man muss ja selbst auch jugendlich bleiben, sein ganzes Leben lang. Und abgeleitet von dem
fühlen sich natürlich Monster in der Gesellschaft, die nicht einmal krank sind, weil das ist keine Krankheit. Die können auch nicht als Kranke geurteilt, sondern als Täter. Daher bin ja ich dafür, sie überhaupt zu kastrieren. Ja? Also. So. Ja, naja, einen Satz. Und daher glaube ich, dass es notwendig ist, dass wir hier einen gesellschaftlich ganz anderen Umgang, auch politisch, haben gegenüber solchen Leuten, die Kindesmissbrauch begehen. Also die Kastration, das ist absurd, das muss ich Ihnen das aber schon sagen. Warum? Weil es gibt die UN. Wenn es eine Neigung ist, dann müssen wir die Neigung die EU-Folterkonvention und jeder Mensch hat das Recht auf Würde und das ist Würde. Haben die Kinder auch das Recht auf Würde gehabt? Jeder Mensch, egal was er hat. Das elfjährige Mädchen, das sechs, der dreijährige Bube, der am Skikurs in Lech vergewaltigt wird, hat der das Recht auf Würde gehabt? Der Täter verliert seine Würde nicht. Doch, weil für mich hat der Täter seine Würde verloren, indem er eine Tat an unschuldigen Kindern gemacht hat. Charta der Grundrechte der Europäischen Konvention, der Europäischen Union. Da lebe ich nach Hammurabi, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, dann soll er niemals mehr seine Sexualität einsetzen können. Dann kann er sich gerne in Zukunft anschauen und aufzeichnen. Nicht weit gekommen. Aber, da sind wir aber nicht weit gekommen. Wir sind durch eine degenerierte Gesellschaft, die den Täter schützt, aber nicht das Opfer. Sind wir ziemlich weit. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen gleich weiter und dann sprechen wir darüber, was für Strafen bräuchte es eigentlich. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen hier am Tisch und wir sprechen auch über die konkrete Verteidigung von Florian Teichtmeister und seinen Anwalt Michael Rami, der, wir haben es vorher ja schon angesprochen, auch Verfassungsrichter ist. Nebenbei ist so etwas vereinbar, auch darüber werden wir gleich sprechen nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Eine sehr hitzige Diskussion zum Fall Teichtmeister in den ersten 30 Minuten. Schauen wir mal, ich nehme an, es wird nicht weniger heiß hergehen im zweiten Teil. Herr Stahl, ich würde gerne mit Ihnen starten. Wir haben jetzt über die Strafen gesprochen am Ende. Welche Strafen bräuchte es denn Ihrer Meinung nach bei solchen Delikten bzw. generell im Fall von Kindesmissbrauch? Also, jetzt haben wir ja hier zwei wirklich, der eine redet von Kastration, der andere redet von Anhebung der Strafen. Also ich denke mal, es sollte doch die Möglichkeit, irgendwo dazwischen eine Möglichkeit zu finden, um die Kinder zu schützen. Nochmal, das Signal, was wir im Moment haben, ist, wir tolerieren in irgendeiner Art und Weise Kindesmissbrauch und wir machen nicht härtere Strafen. Wenn ich jetzt höre, lebenslänglich, auch das, man muss ja schon gucken, Missbrauch ist ja nicht immer gleich Missbrauch. Eine Berührung zwischen den Schenkeln zählt schon als Missbrauch, aber hat nicht mit Penetration zu tun. Wenn ich aber nachweislich, und wir haben den Fall von Lesch gerade angesprochen, den haben wir aufgedeckt, denn der Mann hat sich mit seiner Familie an uns gewendet, wir haben die Pressekonferenz gemacht, das hat ja vielleicht der eine oder andere mitbekommen, und da reden wir von schwersten Kindesmissbrauch. Und übrigens nur zur Information, da kommt gerade richtig behördliches Versagen auf. Obwohl die Fälle bekannt waren, hat man diesen Skilehrer weiter mit Kindern arbeiten lassen. Ja? Also, aber das ist ein anderes Thema, hört aber genau damit zu. Entscheidend ist aber, wenn wir es immer weiter verharmlosen oder nicht hart durchgreifen, dann wird das immer schlimmer werden. Und wenn ich das immer höre, härtere Strafen bringen nichts. Also wenn jemand für mehrere Jahre weggesperrt ist, dann weiß ich, dass er in dem Moment, in dem er im Knast ist, kein Kind missbrauchen kann und keine Gefahr für Kinder und für die Gesellschaft ist. Und das ist mir schon mal wichtig. Ich bin Vater und ich möchte, dass meine Kinder sicher durch die Straßen laufen, auch sicher an den Schulen ist, was nämlich auch so eine Eintragung schaffen würde. Und solange wir immer, und da gebe ich Herrn Grosch vollkommen recht, es ist ein politisches Thema, was immer wieder totgeschwiegen wird, ich sehe das in meinem eigenen Land, und immer nur dann, wenn Druck aufkommt oder wenn es öffentlich wirksam da ist, dann reden sie darüber. Da gibt es Lippenbekenntnisse, Worthülsen. Und was passiert? Und jetzt müssen wir aufpassen. Und eine Forderung habe ich ja schon mal ganz klar vorweg. Ich gehe auch davon aus, dass der eine Bewährungsstrafe kommt, rauskriegt. Aber Fakt ist, solltet ihr, und das ist jetzt meine Sache mal als Mann aus Deutschland, solltet ihr wirklich zulassen, falls du da jemals zur Überlegung kommst, diesen Mann noch mal in irgendein Theater spielen zu lassen oder in irgendeine Fernsehsendung zu zeigen, dann habt ihr als Gesellschaft wirklich nichts verstanden. Dieser Mann, natürlich soll er weiter arbeiten, aber mit Sicherheit nicht in dieser Öffentlichkeit, weil er hat euer Land, hat die Kinder missbraucht, er hat euer Land in dem Moment auch wirklich eine Schande angerichtet für das, was er getan ist, und er muss dafür bestraft werden. Ja, natürlich ist es jetzt eine öffentliche Darstellung, mit der er leben muss, aber wenn man die wieder rumlaufen lässt, dann ist alles darüber, was wir hier reden, eine Farce. Und nur mal, alleine das muss ich kurz sagen, das ist mir sehr wichtig. Wir sind heute auf einer Demo und wir protestieren dafür, weil es geht jetzt nicht um mich dabei oder um uns.
Wir sind die, die mehrere Fälle öffentlich gemacht haben. Und was passiert? Was kriege ich schon wieder mit? Wir haben weder die Demo organisiert, sondern wir waren da als Bündnis Kinderschutz. Und andere waren nur auch da. Und ich rede dort. Und dann haben irgendwelche Journalisten wieder, holen die Nordseekeule raus und sagen, die und die waren auch da. Was soll damit suggestiert werden? Dass wir irgendwelche rechten Gedanken haben? Ich bin Kinderschützer. Meine Freundin ist Muslimin. Meine Kinder sind polnisch. Und ich kämpfe seit Jahren gegen Rassismus und habe mehr türkische und arabische Freunde als links. Und ich distanziere mich von jeden Extremisten, der irgendeine Scheiße labert, aber nicht tut. Seit 9,5 Jahren mache ich das hier. Aber wenn dann schon wieder sowas auch mit Medien publiziert wird, damit man vielleicht davon ablenkt, um was es geht. Es geht hier nicht um Nazi-Scheiße. Die das machen, die sollen sich verpissen. Aber wir machen Kinderschutz. Und ich will, dass die Gesellschaft, die Justiz und die Politik endlich den Schutz der Kinder eine hohe Priorität gibt. Kinderschutz ist unverhandelbar. Und der geht uns alle an. Das war mir mal deutlich. Sagen, dass ich gegenüber Sebastian Ballmänner laut wäre. Herr Stahl, ich kann es kurz noch zu dem kommen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine gerechte Strafe für Florian Teichtmeister? Also auf jeden Fall wäre es gerecht, also alleine schon mal zu zeigen, dass man hier, es ist natürlich ein öffentlicher Fall, aber es gäbe jeder dieser Fälle, nicht nur weil er öffentlich, müsste bestraft werden. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass dieser Mann eigentlich keine Bewährung verdient hat. Ja? Und wenn man eine gewisse hat, und wenn er nur ein halbes Jahr nur ist, schon schlimm genug drin ist, aber es gibt auch mal ein Signal, auch für ihn mal drüber nachzudenken. Und ich hätte gerne auch mal eine Frage an Herrn Rami. Schämen Sie sich eigentlich nicht? Sie sind Verfassungsrichter, verdammt! Schämen Sie sich nicht? Sie sind, haben den Fall angezogen, weil Sie geil darauf waren, in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie sind Verfassungsrichter, Sie repräsentieren dieses Land. Sie stellen sich hinter einen Kinderschänder. Mann, Herr Rami, Sie sind doch Kampfsportler. Ich bin nicht auch. Wollen wir gerne gemeinsam vom Kinderschutz in den Ring gehen? Ich fordere Sie heraus. Und wenn Sie dann gewinnen, können Sie weiter Kinderschänder vertreten und sich weiter glorifizieren. Aber wenn ich gewinne, dann werdet ihr verdammt nochmal endlich die Kinder schützen. Ich hab so die Schnauze voll von so einem Dreck, der jeden Tag über meine Tische läuft, bis hin zu Mord und Vergewaltigung. Entschuldigung, dass ich so emotional bin, aber ich habe das Recht dazu. Ich mache das 9,5 Jahre. Und eure Politik, was macht die seit 9,5 Jahren? Finger in den Arsch stecken, umdrehen und nur gucken, dass wir das machen, was uns politisch nutzt und was gerade Mainstream ist. Kinderschutz sind die Zukunft unserer Gesellschaften. Und ihr habt die Kinder zu schützen und ihr braucht mal einen kräftigen Tritt in den Arsch. Und ich habe kräftige Füße. Ich biete mich gern dafür an. Gerald Groß, was wäre eine gerechte Strafe im Fall Teichtmeister? Du hast vorher von Kastration gesprochen, das ist jetzt doch vielleicht etwas sehr extrem. Der Herr Thor hat auch gesagt, das mit der Menschenrechts... Achtung. Also erstens, ich mache einmal keinen Unterschied oder keinen allzu großen Unterschied, sagen wir so, zwischen der Bestellung der sexualisierten Gewaltdarstellung an Kindern und der tatsächlichen Durchführung. Für mich sind beide Mörder an den Seelen von Kindern. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich interessiere mich für die Opfer und für die potenziellen Opfer und deren Anteilnahme und meine Anteilnahme gilt denen und nicht der Täter. Der dritte Punkt ist, ich interessiere mich daher für die Rechte der Opfer und nicht für die Rechte der Täter, weil ich der Meinung bin, dass die Täter das unschuldige Wesen von Kindern ausgenutzt haben und in Wahrheit missbraucht haben und daher jegliches Recht auf gesellschaftlicher Teilhabe verwirkt haben. Wir leben in einem Rechtsstaat, wo Ungeimpften 3 Jahre lang die gesellschaftliche Teilhabe verwehrt worden ist. Und das war kein Problem. Da haben sich Experten dafür gefunden, die durch 2G-Regime, 3G-Regime Leute zu Hause einsperren wollten. Also mit der Kinderschänder oder einer, der sich das anschaut, wo ja 3 Jahre lang in Häfen gehen können. Du meinst diesen Fünfter Punkt. Ich bin der Meinung, dass Herr Teichtmeister, sofern er schuldig gesprochen wird, weil bis der Urteilsspruch nicht da ist, gilt er als unschuldig, wenn er schuldig gesprochen wird, zumindest eine Haftstrafe abbüßen muss. Der sechste Punkt ist, ich bin tatsächlich der Meinung, wir brauchen eine Kinderschutzdatei in Österreich, die auch öffentlich einsehbar ist, wo solche Täter auch ein Leben lang gebrandmarkt sind. Ja, damit sie nicht in der Nachbarschaft wohnen, damit sie nicht vor unseren Kindergärten die Kinder abpassen, damit wir nicht jenes Problem haben, dass jede Mutter, auch meine Mutter, mir damals als 3-Jähriger gesagt hat, nimm von einem fremden Mann oder von einer fremden Person kein Zuckerl an. Damit fängt sie an. Das kriegst du schon als 3-4-Jähriger gesagt in Wahrheit, weil es die Kinderverzahrer immer gegeben hat, wie wir im Land das sagen, Kinderverzahrer. Und der siebte Punkt ist, und da bin ich wirklich der Meinung, aufgrund der Äußerung der Kriminalpsychologin, die gesagt hat, das ist eine sexuelle Neigung, die ist nicht therapierbar und das bezieht sich jetzt tatsächlich auf die Deliktsausüber, nämlich die Kinderschänder schlechthin.
jene, die Kinder vergewaltigen, selbst Kinder missbrauchen. Diese Neigung bekomme ich nicht weg. Sie ist nicht therapierbar, ich muss aber die potenzielle Opfer schützen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin für beides offen, Herr Doktor. Entweder lebenslange Haft, Präventivhaft, lebenslang, damit Sie nie mehr mit potenziellen Opfern in Verbindung kommen. Oder Kastration, chemische Sterilisation. Sie können es auch so nennen. Vielleicht gefällt es Ihnen dann besser, wenn wir es chemisch Sterilisation nennen. Vielleicht ist es dann ein bisschen angenehmer und ein bisschen verdaulicher. Ja, weil ich der Meinung bin, wir müssen ihnen ihre Sexualität tatsächlich nehmen, weil deren Auslegung der Sexualität von einer Mehrheit der Gesellschaft nicht geduldet wird. Gut, das ist aufgrund der Anti-Folter-Konvention nicht zulässig, deswegen kann man über das, brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Nein, ich folter ja nicht. Wenn Sie das ich mache sie eh unter Vollnarkose. Ja, wenn Sie das Dalmionsprinzip anwenden wollen, wie ich dir, so ich mir, oder wie ich mir, so ich dir, dann muss ich schon sagen, dass das der falsche Weg ist. Ich meine, eine Chance muss jeder bekommen, auch zur Resozialisierung. Und wenn eine Gefahr besteht, ist das sowieso im Maßnahmenvollzug, das ist in Deutschland auch so, dann kommt das sowieso nicht raus. Wenn die Psychologen sagen oder Psychiater sagen, es geht von dem eine Gefahr aus, kommt er ja jetzt schon in den Maßnahmenvollzug und kommt er eh meistens dann eh nicht mehr raus. Also das haben wir ja bereits. Also das verstehe ich nicht, was Sie da meinen. Lebenslang, ich kann nur vom jetzigen Gesetz ausgehen. Und das jetzige Gesetz sagt 0 bis 2 Jahre. Das ist das Problem. Ja, aber das ist ja falsch. Nein, schauen Sie, falsch oder nicht falsch? Ja, aber da ist ja die Frage, muss man das verschärfen? Bitte? Ich habe immer gesagt, es ist eine Wertehaltung des Staates gegenüber den Kindern. Volltreffer. Und das muss sozusagen natürlich... Und wenn man da machen würde, ab einem Jahr oder ab 2 Jahre, dann ist das schon mal ein Signal. Ja, dass die auch, das habe ich immer gesagt. Aber was viel wichtiger ist, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, ich muss einen Behördenapparat haben, der die Leute auch aufgreift. Herr Doktor, das ist viel wichtiger. Schauen Sie, warum urteilen wir? Ja. Warum stellen wir Strafe fest? Natürlich aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus. Recht zu sprechen, Gerechtigkeit, den Opfern gerecht zu werden, dem Opfer gerecht zu werden, das die Opfer erbracht haben, den Angehörigen etc. Aber auch dem Täter gerecht zu werden. Aber, Achtung, jenem gerecht zu werden und präventiv zu handeln, potenzielle Täter von ihren potenziellen Opfern fernzuhalten. Das sind die zwei Grundsäulen eines Urteils. Ja, das funktioniert mit der Strafe. Wenn ich in Österreich jetzt mit Blick auf diese Politik, die dann auch nicht Karl Nehammer und Co. auch wieder nicht die Chance ergreifen, aufgrund dieses medialen Falls und sagen, jawohl, es ist ein Verbrechen, jawohl, 1 Jahr bis 4 Jahre oder 2 Jahre bis 6 Jahre, mal das Mindestmaß einmal ein bisschen anheben, wieder nicht tue, sondern sage, es bleibt ein Vergehen, wir gehen heute halt ein bisschen um 1 Jahr, tun wir dort ein bisschen am Ende. Was bedeutet das, was die Bundesregierung tut? Die Bundesregierung tut etwas, wo am Ende wieder bedingte Haftstrafen herauskommen. Und sie wollen offenbar nicht, dass Menschen, die Darstellung von sexualisierter Gewalt nutzen, auch ins Gefängnis kommen. Und ich bin der Meinung, jawohl, aus 2 Gründen haben sie es verdient. Erstens aus dem Gerechtigkeitsempfinden heraus und zweitens, weil wir sie für eine gewisse Dauer von potenziellen Opfern fernhalten. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich glaube tatsächlich nicht, dass ein Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt als Kinderschänder oder als Konsument kinderpornografischer Darstellungen angenehmer ist. Ja. Weil wissen Sie warum? Mittlerweile hat jeder räudige Häftling in dem Land offenbar mehr gescheiteres Rechtsempfinden, ja, als so mancher Politiker im Nationalrat. Weil die Häftlinge machen sich das schon untereinander aus, wenn sie einen Kinderschänder in den Häfen bekommen. Dazu kommt auch noch, wo ich gerade bin. Aber das wollen wir ja nicht. Die Haftbedingungen. Wollen nicht. Ach, es würde ja schon reichen, wenn die Politik einfach ihren Job macht. Aber dann kommt noch dazu, dass Kinderschänder noch bessere Haftbedingungen haben, viel bessere Haftbedingungen haben. Sie sitzen zusammen, ja, auch das nochmal. Also jemand, der Geld stiehlt oder Autos stiehlt oder verschiebt, der hat noch schlechtere Haftbedingungen. Ich will das hier nicht gegeneinander aufwerten, aber die sollten doch nicht bessere Haftbedingungen haben. Das heißt, für die ist es doch ein Schlaraffenland, in den Knast zu kommen, dann kommen sie wieder raus, ja, und dann nehmen sie sich das nächste, nehmen sie sich das nächste Kind. Und jetzt stellen Sie sich vor, Herr Dörr, also ich habe 2 Kinder. Das sprichten Sie, Sie vertreten jetzt so jemanden. Ja, das ist sein Recht, er hat sein Recht auf anwaltlichen Schutz. Sie vertreten den, Sie vertreten den. Und jetzt kommt er wieder raus. Und jetzt ist er aber nicht therapiert, bald ja viele auch nicht werden. Ja, und vergreift sich an meinem Kind, Herr Dörr. Wie wollen Sie mir oder der Richter, wollen Sie mir erklären, dass mein Kind im Endeffekt durch dieses Urteil auch zum Opfer wäre? Wollen Sie von mir denn wirklich Toleranz verlangen? Dann... Viel Spaß, dass Sie mir
oder Menschen, die so sind wie ich, Toleranz abverlangen. Ich glaube auch niemand, ja? es geht nicht darum, Toleranz abzuverlangen. Es geht darum, dass wir einen anderen Blick auf die Probleme unserer Gesellschaft brauchen. Und in Wahrheit, mittlerweile kommt es mir so vor, der Schwaf wedelt mit dem Hund und nicht umgekehrt. Und das ist bei dieser Diskussion auch so eine Geschichte. Wir haben offenbar keine moralische Wertehaltung mehr auch in unserer Gesetzgebung. Und ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, hier einen Unterschied zu machen. Ein sehr prominenter Grazer ist einmal gesessen wegen Steuerhinterziehung. Ja? Ich brauche nicht den Namen nennen, er ist aber sehr bekannt. Aber ich habe ihn besucht damals, weil er mir leid getan hat im Übrigen, und ich stehe auch dazu und habe ihm auch Briefe in den Häfen geschrieben. Der ist 3 oder 4 Jahre lang in der Kalau gesessen. Die ersten Tage ist er gesessen mit einem Mörder, mit einem Mehrfachmörder, mit einem Vergewaltiger, also mit dem gesamten Potpourri, was so das StGB ab einer gewissen Jahreszahl hergibt. Einer, der die Steuern hinterzogen hat. 4 Jahre. Und einer, der 36 oder 56? 58.000 Bilder sammeln von Kindern, die vergewaltigt werden und sexuell dargestellt werden, kriegt einen feuchten Händedruck wie ein Organmandat der Stadt Wien, wenn du falsch parkst. Sie, Herr Doktor, wissen Sie, was das Problem ist? Nach der Corona-Geschichte hat es Leute gegeben, die ihre Organmandate nicht bezahlt haben. Ja. Aus meiner Sicht sogar zu Recht. Die haben eine Ersatzstrafe bekommen. Diese Ersatzstrafe ist höher, als der Herr Deichtmeister in das Gefängnis gehen wird. Und ich frage mich tatsächlich, was in dem Land aus dem Ruder gelaufen ist. Das kann ja nicht sein. Und dann kommt die Regierung her und wie ein Basar in Damaskus bei den Pistazien sagen sie, ein halbes Jahr mehr, darf so ein halbes Jahr, 20 Decker mehr. Was ich recht gebe, ist das, dass das Gesetz mit den 0 bis 2 Jahren keinen Unterschied macht, ob der abhört oder 8 Jahre. Das gibt es nicht. Angeblich ist es jetzt angedacht, hier eine Abstufung zu machen. Was gerecht ist, das ist eine philosophische Frage. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, man kann kein Finanzdelikt mit einem Wirtschaftsdelikt und jetzt ein Sexualdelikt vergleichen. Meines Erachtens nach sind die Sexualtäter in Österreich schon hart bestraft, weil, ich bin gesagt, von 1 bis 10 oder 5 bis 15, wenn es zu einer Vergewaltigung kommt, es ist halt der Besitz von Kinderpornografie, weil es eben nur der Besitz ist, nur unter Anführungszeichen, eben anders penalisiert, als wenn man selbst Täter ist. Das ist der Grund. Aber natürlich wird jetzt der Gesetzgeber gefordert, hier was zu tun. Und es bedarf immer eines Anlasses. Aber so darf ich dann schon noch dazu sagen, in Österreich, wenn jemand Beamter ist und wegen eines Sexualdelikts verurteilt wird, sei es auch nur ein Monat, ist der Amtsverlust obligatorisch. Und darf ich das hat man gemacht seit 2012, seit diesem Fall Bakarié. Also so ist es nicht, dass wir überall... Und da macht der Gesetzgeber keinen Unterschied, ob das vielleicht zufällig passiert ist mit dem Bild oder ob du 100.000 Bilder hast. Und das ist aber zu streng. Und dann darf ich aber fragen, wieso es auch in Deutschland erst unsere Arbeit brauchte und ein paar Politiker, die den Schädel einschalten, die Hirn einschalten, warum müssen wir dann darüber diskutieren, dass Lehrer oder Pädagogen, Erzieher etc., die Kinder missbraucht haben, nach 10 Jahren oder bei euch vielleicht sogar noch weniger wieder in ihrem Beruf arbeiten dürfen und wir als Eltern weder das Recht haben zu entscheiden, ob wir das wollen, sondern wir werden übergangen. Und jetzt wollt ihr wirklich sagen, liebe Lehrer, unterschreib mir doch bitte mal, Herr Fellner, dass du noch nie was Böses gemacht hast. Was ist denn das für eine gekürte Scheiße? Ich verlange, dass die Kinder geschützt werden. Das ist ein schutzbefohlener Raum für jedes Elternteil. Und liebe Eltern, wenn ihr das seht, schreit auf. Ein Kinderschänder darf nicht mit Kindern arbeiten. Das muss euch doch schon bewusst sein. Und lieber Herr Niemeyer, als betroffener Vater, Nehammer, als betroffener Vater, wollen Sie das doch wirklich auch nicht, oder? Oder sind die politischen Interessen so viel wichtiger? Und nochmal, wir haben es Herrn Spahn gesagt, weil wir gerade das Thema hatten, und Herrn Lauterbach. Wir haben davor gewarnt, macht ihr die Lockdowns und nehmt die Kinder aus den Schulen. Dann werden vermehrt Kinder missbraucht, häusliche Gewalt wird steigen und Kinderpornografie, das ist das eine, aber vor allen Dingen die Suizidzahlen werden steigen. Sie wollten es nicht hören und jetzt stellen sich reulig hin, sich entschuldigen sich noch nicht mal und sagen, wäre nicht nötig gewesen. Die haben Blut an ihren Händen und durch diese Politik wurden mehr Kinder missbraucht und Opfer von Gewalt, Frauen auch. Und jetzt immer noch, braucht ihr Tritt in den Arsch oder was ist mit euren Herzen nicht in Ordnung? Ich weiß, ihr nehmt gerne andere Themen, Klimaschutz, oh Klima hier, nicht Whataboutism, aber Für welche Kinder von morgen wollt ihr eigentlich dieses Klima schützen, wenn ihr unsere Kinder missbrauchen lässt und dabei zuseht, schweigt und den Schwanz einzieht? Also,
Das Berufsausübungsverbot haben wir schon jetzt, ist nur es limitiert. Es soll angeblich kommen, dass man das wahrscheinlich lebenslang dann nicht mehr ausüben darf. Berufsausübungsverbot. Ja. Es gibt ja auch eine Diskussion über den Verteidiger von Florian Teichtmeister, Michael Rami, der ja auch Verfassungsrichter Richtig. Ist. Ja, und jetzt ist natürlich schon die Frage, kann man als Verfassungsrichter überhaupt anwaltliche Verpflichtungen haben und Also meiner Meinung nach vor allem in solchen Fällen. Ja, meiner Meinung nach nicht, und das rege ich jetzt an, man sollte eigentlich ein Volksbegehren starten, dass das nicht mehr vorkommt. Es ist weltweit einzigartig, dass ein Verfassungsrichter nebenbei hauptberuflich Rechtsanwalt sein kann. Das hat Gründe, das kann man sich nachvollziehen. Das ist jetzt das beste Beispiel, wenn jemand sagt, das ist ein digitales Delikt, ist natürlich die Aufregung groß und ist ein äußerst unglücklicher Ausdruck. Deshalb muss man wirklich jetzt schauen, dass Rechtsanwälte, amtierende Rechtsanwälte, zumindest für die Zeit als Verfassungsrichter ihren Beruf derweil stilllegen. Dann haben sie auch die Erfahrung, weil es wird immer die Erfahrung aus der Praxis gefordert, aber sozusagen man ist doch völlig unabhängig und ist kein sozusagen ein Prellbock für die Öffentlichkeit. Hat er verdient. Meines Erachtens nach gehört das sofort, weil man muss sich einmal schauen, der Herr Magister Supan ist bei ÖVP deklarierter ÖVP-Parteianwalt und ist Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofs. Wie das funktionieren soll, das gibt es wirklich nur in Österreich, und da soll schleunigst der Gesetzgeber hier was ändern. Herr Dr. Thor, gebe Ihnen vollkommen recht. Kann das auch unterschreiben. Und wenn Sie ein Volksbegehren auflegen, bin ich der Erste, der dafür Werbung macht. Und zwar aus einem schlichtweg... Aus einem schlichtweg einfachen Grund, weil ich es tatsächlich für unerträglich halte, dass wir in Österreich keine Berufsrechte am Verfassungsgerichtshof haben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich halte es tatsächlich für unerträglich, dass wir Richter auf parteipolitischem Mandat haben in Wahrheit. Und zwar noch dazu deklariert. Ja. Der eine der Parteianwalt der Partei, der andere der Parteianwalt der Partei. Richtig. Das geht nicht. Richtig. Parteianwälte und Anwälte, die Parteien vertreten haben und Politiker, geht gar nicht. Weil du damit die Judikative, Legislative und Exekutive vermischt. Und du schaffst gegenseitige Abhängigkeiten. Der dritte Punkt ist, da lobe ich mir den Herrn Brandstätter. Wirklich. Ich lobe mir den ehemaligen Justizminister Brandstätter, der aus seiner Katastrophe, die sich in Luft aufgelöst hat, in Wahrheit mehr oder weniger, die sofort die Konsequenzen gezogen hat und vom Verfassungsgerichtshof sich verabschiedet hat. Vierter Punkt, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Sie nicht nur Volksbegehren brauchen, sondern dass es mittlerweile eine Mehrheit im Parlament gibt, das zu ändern. Ich höre das von seitens der NEOS, ich höre das von seitens der Freiheitlichen Partei, ich höre das von seitens auch der Sozialdemokratie. Also, wenn jetzt nur die Grünen auch noch der Meinung sind, und ich glaube, da bewegt sich auch einiges, dann schaffst du sogar eine Zweidrittelmehrheit, und die wirst du brauchen, weil du ja damit ein Bundesverfassungsgesetz betriffst und noch dazu in die derzeitige Periode der Richter eingreifen musst. Weil ich tatsächlich der Meinung bin, das gehört saniert, und zwar so rasch als möglich. Und zwar nicht erst seit diesem Fall jetzt, Teichtmeister, sondern ich bin wirklich schon vor Jahren zur Überzeugung gekommen, dass ich hänge es jetzt nicht am Herrn Rami auf, wirklich nicht. Sondern tatsächlich der Meinung, dass ein Verfassungsrichter sein soll und nicht als Rechtsanwalt dann die Hand aufhaltet, noch dazu als Verfassungsrichter für seine Klienten. Das gibt es auch nirgends. Weil was passiert? Stellen Sie sich vor, Sie ziehen sich Ihren Talar an, ob das hübsche Violett, das Sie tragen, ich hoffe, ich bin nicht formblind, dann gehen Sie dorthin und dann sitzt dort der Gerichter am Landesgericht für Zivilrechtssachen dort, und Sie als Anwalt eines Klienten sind der Verfassungsrichter und kommen ihm so über den Tisch. Sie sind der Höchstrichter der Republik und vertreten als Höchstrichter der Republik gegenüber einem Richter am Landesgericht für Strafsachen oder Zivilrechtssachen als Höchstrichter der Republik, sind Sie der Anwalt und erklären als Höchstrichter der Republik, wie der Richter am Landesgericht für Strafsachen zu agieren hat. Ja, wer dort die Interessenskonflikte, die er bildlich sich auftun, nicht erkennt, ja, ist ein Blinder oder Volltrottel. Aber das ist nicht möglich. Und vielleicht sollte man auch das Auswahlverfahren ändern. Da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Das Auswahlverfahren, was du mittlerweile dort hast, ja, irgendwelche ehemaligen Parteisekretäre, Clubsekretäre aus dem Parlament, die dort dumm kugeln, also jetzt ernsthaft. Der Verfassungsgerichtshof, wenn wir sagen, wir sind nicht nur eine Wahldemokratie, wir sind ja geschrottreift worden zur Wahldemokratie, wenn wir wieder eine anständige Demokratie sein wollen und wenn wir nicht über Polen speiben wollen und über Ungarn auslassen, da bin ich dann tatsächlich immer der Meinung, wir sollten einmal in unseren eigenen VfGH reinschauen, und dort staubt es ordentlich aus. Meine Herren, vielen Dank, war eine sehr emotionale Diskussion, aber sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich bei allen fürs Teilnehmen.
teilnehmen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit der nächsten Diskussion. Bei uns wahrscheinlich nicht ganz so hitzig, aber sicher auch spannend, definitiv, mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Die beiden Herren diskutieren, das wird sehr spannend sein. Und die beiden Herren diskutieren hier gleich unter anderem zu den Corona, Ende der Corona-Regeln, zur FPÖ, zur SPÖ und zum Thema, braucht es noch ORF-Gebühren. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.